Wir schreiben das Jahr 2048. Europa ist bankrott. Der Mittelschicht bleibt keine Wahl. In der Hoffnung, Arbeit zu finden, migriert sie scharenweise in die Länder des südlichen Mittelmeerraumes. Auch der Italiener Lindoro hat seine Heimat verlassen und eine Anstellung bei dem Politiker und Lebemann Mustafa in Algier gefunden. Schließlich trifft auch seine Freundin Isabella in Algier ein und findet Arbeit bei Mustafa. Er ist hoch erfreut über seine neue Angestellte, die nicht nur für ihn kochen, sondern vor allem wieder frischen Wind in sein Liebesleben bringen soll. Regisseurin und Choreografin Laura Scozzi hat Gioachino Rossinis virtuose komische Oper Die Italienerin in Algier als Zukunftsszenarium inszeniert, in dessen Zentrum nicht das Aufeinandertreffen von orientalischer und europäischer Kultur steht, sondern ein humorvoller Kampf der Geschlechter.